Hallo, hallo, liebe Whisky-Menschen. Hi Leute, wir sind's wieder, eure Whisky-Tiere. Genau. Ja. Wir wollen euch heute aufklären darüber, welche 5 Fehler ihr machen könntet beim Whisky trinken. Genau, die ihr nicht machen solltet, gerne. Nummer 1, Whisky mit Cola mixen. Natürlich gibt es low-preisige Whiskys, die man natürlich gut und gerne mit Whisky, mit Cola mixen könnte. Im Whisky sind einfach wahnsinnig viele Nuancen am Start, die du sonst nicht mitbekommst. Das gleiche gilt auch für Fanta, Apfelschorle, Kaffee. Nicht, am besten nicht mischen, wenn dir den genau, warmen Fanta, Whisky genau, Fanta, Apfelschorle auch mit Cola nicht mixen. Nummer 2. Whisky mit Eis verdünnen. Das machen ja ganz gerne mal Menschen in coolen Serien oder Filmen. Auch das trägt nicht dazu bei, dass man die vielen Nuancen und schönen Noten, die ein Whisky mit sich tragen kann, dass man die wirklich bemerkt. Nummer 3. Whisky als Shot trinken. Wenn man Whisky einfach nur so als Alkohol und als Unterstützung zum Besoffenwerden denkt, dann verliert man sehr viel an Erlebnis, was mit so einem Whisky-Schluck einhergeht. Wir haben ein Video dazu gemacht, in dem wir erklären, wie man einen Whisky richtig trinkt. Abchecken, aber direkt. Denn sonst ist es einfach, ist Quatsch. Die meisten Menschen, die ich kenne, die sagen, ich mag kein Whisky, ich mag das nicht, die haben einfach immer nur Whisky runtergeballert. Und das schmeckt am ehesten direkt nach Kotze. Wenn man ehrlich ist, schmeckt einfach, fickt einem alles weg. Ups, sorry for the language. Kann man sagen, ja. Nummer 4. Whisky aus den falschen Gläsern zu trinken. Es gibt nämlich verschiedene Gläser. Aus den Filmen kennt ihr normalerweise Tumbler, die sehen so aus. Klar kann man das machen, aber es ist ein AnfängerInnen-Fehler. Genau, also das merkt man echt einen Unterschied. Also riech mal an einer Flasche oder an so einem Tumblerglas und an so einem Moped hier. Wenn du so ein offenes Glas hast, dann entweichen die Aromen halt sehr direkt. Ne? Das ist halt sehr offen und alles weg. Und hier ist es halt so, dass die Aromen ein bisschen gesaved werden. Sieht cooler aus, aber wollt ihr cool aussehen oder wollt ihr cool schmecken? Nummer 5. Nummer 5. Den falschen Whisky trinken natürlich. Also, ja. Man kann natürlich, was ist das Erste, was man denkt bei Whisky? Jack Daniels und Jim Beam und Johnny Walker. Und Johnny Walker, das sind wahrscheinlich die ersten Erfahrungen, die alle machen. Falsch. Mit Wrong. Whisky. Dude. Wrong, dude, genau. Also es gibt halt noch viel, 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 viel mehr. Und einfach das sozusagen als Whisky abzustempeln und dann zu denken, okay, Whisky ist nichts für mich. Das ist auf jeden Fall der falsche Approach an der Stelle. Und ja. Fehler 5.1, einfach Whisky gar nicht zu trinken. Das ist natürlich auch... Absoluter größter Fail ever. Man braucht mal diese Erfahrung. Man hat kein Getränk auf der Welt, das so vielseitig ist und eine so große Erfahrung mit sich bringt, wie wenn man sich so ein Whisky gönnt, riecht, umspült, runterschluckt, schmeckt, darüber redet. Wann macht man das mal? Mit Spreit? Mit Spreit? Nee. Nein. Mit Kölsch? Nee. Wahrscheinlich auch nicht. Mit einer Maß auf dem Oktoberfest? Nee. Dann nee. Mit Tee? Ja, okay, am ehesten. Aber Wein. Wein. Aber Whisky gewinnt. Also, wenn ihr es noch nicht probiert habt, probiert es vielleicht gerne jetzt. Und damit? Damit zurück. Ex oder Arschloch? Macht's gut, Leute. Ihr wisst Bescheid. Wenn ihr noch Fragen habt, DMt uns jederzeit. Wir sind immer nur am Handy. Wir sind kleine Millennials. Hm? Oder in die Kommentare halt rein so, sliden. Klar. Ach so, na klar kann man natürlich sagen, ja, jeder, was? Positive Fehlerkultur, ne? Positive Fehlerkultur. Ja, und am besten so, wie es euch schmeckt, ne? Wenn ihr den Whisky gerne aus einer Flasche trinkt und pur und die ganze Flasche wegexen wollt, dann ist das euer Ding, vielleicht seid ihr danach tot, aber ihr könnt den Whisky so trinken, wie er schmeckt. Alle so, wie sie wollen. Ein scheiß Whisky kann man auch mal mit Cola mischen, na klar. Uns geht es ja hier um High-Quality-Whiskys, weil wir auch High-Quality-People sind, so wie ihr. Ne? Okay, Prost. Damit.